Oh, und wir haben irgendwas hier verloren, aber das ist kein Problem. Sowas ersetzen wir einfach durch den Schreckensfürsten. Einheit fertig, die haben jetzt Überfallerfolg. Sehr gut. Ihr geht gleich trainieren. Du kriegst bessere Ausrüstung. Was mache ich dann mit dem letzten Punkt, den ich da kriege? Heroes are entering your dungeon. Ah, das höre ich gerne. Ab in den Extraktor mit den beiden. Eine Klerikerin. Beef is back on the menu, lads. Ich kann noch eine Falle platzieren. So. Und ich habe genug Gold dafür zusammen. Und die restlichen DCs dafür. So, das heißt, du und du Training. Du kriegst die beiden. Und jeder kriegt langsam bessere Rüstungen. Wenn er sie denn tragen kann. Dafür muss man Stufe 3 sein. Rüstung 30, Rüstung 20. Okay, steigert die Rüstung um 10. Und es waren die 30er schon alle. Okay. Gut. Was fehlt denn noch? Ach ja, ich wollte... Erhöht die maximale Anzahl aktiver Fallen. Nee, erhöht die Maximalzahl der Aktivierungen. So. Und damit habe ich jetzt alle DCs ausgegeben. Weil alles weitere kann ich ja leider nicht erreichen. Höchstens der Extraktor funktioniert dann unendlich, wenn ich alles freigeschalten habe. Aber das wäre ja mies. Da ist man fast schon genötigt, dazu mal zu spickeln. So. So. Und du noch eine Waffe und dann sind alle Truppen ausgerüstet, oder? Jo. Sind meine 4 Trupps fertig. Und ich kann alle hier reinschicken. Oh, eine Zwischensequenz. Are you stalking me, Priestess? Are you perhaps lured by my divine aura? Fancy a bit of the old jiggery-pokery with a demigod, Not to be rude or anything, but I'd rather drink a cup of mucus mixed with broken glass. I'm here to collect a book, that's all. Well, that sounds kind of a poor excuse, don't you think? Seeing that the library is up there, and you are down here with little old me. Not if the book was gone from its shelf and I was about to offer your minions the job of finding it. Nice try avoiding the issue. Anyway, I'm married now, so... A job, you say? Yes. I'll give you something nice if your minions retrieve the book. I have a feeling that it's still in the mountain. Sounds fair. Anything else? I'm kind of in the middle of something. No, that's all. Or rather... What? Changed your mind regarding some whoopee? Got a pitcher of mucus and some broken glass? No. I thought that you, being the power of ultimate evil and so on, would like to know that an order of wizards are secretly fostering a group of very special children in one of the vales close by. What do you mean by special? The wizards have gathered all the younglings in Ardania, matching the description of the Chosen One, as described in the Chronicles of Jurlik the Prophet. You know, the one who will defeat evil and restore joy to the Land of Kings. Seemed like something I ought to tell you. One friend to another, as it were. Love ain't no stranger to that Death Priestess, I assure you. She just likes to play hard to get.
Well, never mind. I've got Pranza, haven't I? Let's help Skeratia find that book, if only to gain the reward and thank her for telling us about those special kids. I've marked the location of the Wizard's Tower on the world map, so remove all wizards and their chosen ones. Super. Durch die Zwischensequenz, glaube ich, ist gerade überall der Hass abgeklungen. Und wer das nicht so wirklich kapiert hat mit dem Anwesen der Auserwählten, habe ich sogar das Gefühl, dass das eine ziemlich heftige Mission sein könnte. Erstmal das und zweitens, dass das eine Star Wars Anspielung sein soll. Also, dass wir hier sozusagen den Orden der Jedi haben mit drei Magiern drin. So ein bisschen Luke Skywalker mäßig. Freelia? Ja. Kann ich mich einfach hier rein teleportieren? Nein, kann ich natürlich nicht. Ah ja, ich sollte hier natürlich gucken und helfen. Haben Priester schon immer lange blonde Haare? Oder ist das der ihr Kopftuch? Ich hoffe, das war jetzt ist der Kopftuch, aber aus dem Blickwinkel sieht es aus, als ob sie lange blonde Haare hätten. Ist aber, glaube ich, nur der ihr Kopftuch da, ihre Kutte. So, das Anwesen ist niedergebrannt. Ach, und die da sollte ich Essen schicken. Fällt mir gerade mal so auf. Gut. Überfallerfolg, Missionsziel erreicht, sehr schön. So, vier Truppen dürften eigentlich reichen. So, prügelt und verkloppt sie. Wo ist der Dunkleisenzwerg, der hier irgendwo durchlatscht? Sehr gut. Hier unten kuckelt was, oder? Achso, das sind solche verkohlten Fässer. Jetzt muss ich einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Ich suche das Gebiet nach einem Weg durch die Tür. Ah ja. Ah, das ist noch im grünen Bereich, da ist okay, auch bei den Truppen. Sehr guten Truppstufenaufstieg. Du hast grüne, jetzt eine blaue Rüstung, eine goldene Rüstung. Ihr beide auch. Hier unten noch keiner. Okay. Bei meinen Schreckensfürsten stelle ich mir das übel vor, was für eine Bombenrüstung die kriegen, wenn ich die so weit upgrade. Oh, ein Succubus. Okay, wir müssen uns hier ein bisschen umschauen. Achso, da ist noch eine Succubus. Also entweder liegt das an meinen starken Truppen oder sind die Gegner allgemein etwas schwächer hier, weil es Mobs, also NPC-Trupps sind. Oder ich weiß auch nicht. So, was ist hier drin? 25 Schätze. Na, ich schätze mal, wenn der Schatzhort voll ist, sieht das gut für uns aus. Immer alles im Auge behalten. Genau deswegen nämlich.
Geht schön da lang. Jawohl, Gift. Noch mehr Gift. Und sterben. Ich glaube, ich schicke mal Bal zur Hilfe hier. Out of the pit into a hellhole. So. So, stirb. That'll show you, Hero Bug. Oh, die Imps ersetzen. Loco Pokémon. So, sehr gut. Mal zurück zu den Truppen und weiter muschen. Okay, viel weiter geht's hier nicht und dann kommen wir hier. Das sieht langsam nach natürlichen Höhlen aus und nicht mehr nach irgendwelchen Untergrundverliesen. Ja, gespannt, wem oder was wir dort begegnen. Ah, eine Succubus noch in der Reihe. Oh, Trolledons. Gut. What's the point anyways? Ne, ihr könnt schon mal alle nach da oben watscheln, nur Bal nicht, der öffnet mal die Türe. So, sehr gut. Die restlichen Truppen kommen auch gleich. Wieder Dunkelzwerge. Trollidons und Okulusse. Life. What's the point anyway? Ich weiß ja nicht, aber das könnte eine Anspielung darauf sein, dass wir bald mit den Seelenlosen spielen dürfen. Wenn ich Glück habe. Das wäre nämlich mal eine interessante Abwechslung. Auch wenn die Teufelseinheiten auch ganz cool sind, vor allem die Teufel selber. Muss ja ehrlich sagen, von den Teufelseinheiten, abgesehen vom Taurus, finde ich die Taverneinheiten irgendwie nicht so toll. Zugegeben, die Ratten können vergiften, aber die anderen. So, was ist das jetzt hier? Finden wir es mal kurz heraus. Oh, ich habe wieder eine Einheit verloren. Macht nichts. Der wird gleich mal ersetzt. Dreier-Truppen kriegen bessere Rüstungen und so weiter. So, wenn ich dich da reinpacke. Kurz trainieren lasse. Okay, warum? Achso, das ist die höchste Zahl. Okay. Eigentlich müsste ich euch mal wieder zum Essen schicken. Ja, mache ich einfach mal. 1 geht auch essen. Trupp 3. Trupp 4. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was das gemacht hat. Aber ich weiß, dass hier oben eine Truhe ist. So. Also die ganzen Verwaltungsmenüs machen das Mikromanagement schon ein bisschen einfacher.